Schwedlabor ist ein kreatives Fach. Wir arbeiten sehr viel digital, aber auch analog. Digital machen wir so Sachen wie Bildbearbeitung oder auch Videos schneiden. Wir haben in der 7. Klasse hat man 2 Stunden pro Woche Bildlabor. Und mit diesem Film wollen wir euch einige Projekte vorstellen, die wir momentan machen. Die Inspiration für unseren Stop-Motion-Film ist das Intro für die Netflix-Serie On the Verge gewesen. Da werden auf einem Hintergrund Collagebilder hin und her geschoben und die einzelnen Fotos haben wir dann später zu einem Filmzimmer gestellt. In unserem Film geht es um eine Mordle, die einen Traum hat und sie fühlt sich durch die ganzen Schönheitsideale sehr arbeitssuchend und unwohl in ihrem Körper. Doch gegen Ende des Films kommt sie zu dem Entschluss, dass es eigentlich keine wirkliche Schönheitsideale gibt und jeder so perfekt ist, wie er ist. Wir bekamen im Bildlabor den Auftrag, einen Stop-Motion-Film zu drehen und haben dazu eine App bekommen von Frau Mark. Und es war sehr mühsam, weil wir ca. so 700 bis 800 Bilder schießen mussten. In unserer Gruppe waren Michelle und Jero. Am Anfang haben wir uns überlegt, mit welchen Figuren wir das machen könnten. Und weil in unserem Film sehr viel Bewegung vorhanden ist, haben wir uns dann schlussendlich für Lego-Figuren entschieden. Und an sich, das Drehen von dem Film hat nicht so lange gedauert, aber der Kulissenbau hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, da wir 3 verschiedene Kulissen bauen mussten. Ja, in dem Film geht es um 2 Jungs, die sich um ein Mädchen streiten und der eine Junge entführt sie dann in ein Haus und ja, es wird sehr viel gekämpft. Man hat die Aufgabe gekriegt, so einen Stop-Motion-Film-Dreier und hinter sich denkt, anstatt das mit Bildern und Figuren und Puppen zu machen, so müsst ihr selbst in Buhr und sind dann auf die Idee gekommen zum Mario Kart-Rennen dort Schulfilme. Genau, und jetzt machen wir es aber so, dass wir mit Bobbycars und unseren Kostüme, die haben wir von daheim mitgenommen und mit denen fahren wir jetzt momentan durch die Schule und filmen das erklärt. Für unseren Stop-Motion-Film haben wir ein eher kritisches Thema gewählt und zwar handelt es von der Fashion-Industrie und im Zusammenhang mit Schönheitsidealen und wir wollten mit dem Film aufzeigen, dass es nicht nur einen perfekten Körper gibt und das und auch was für Auswirkungen diese Schönheitsideale und die Fashion-Industrie auf die Psyche der Menschen hat. Genau, wir haben sehr viele Bilder gemacht und die dann mit After Effects zusammengeschnitten. Das hat sehr viel Arbeit in Anspruch genommen, aber schlussendlich hat sich das gelohnt, weil wir alle sehr zufrieden waren. Für die Musik habe ich selber das Klavier gespielt oder halt ein Stück von einem Lied haben wir ausgeschnitten und ja. Wir bekamen im Bildlabor den... Kannst du Paula, du, ist mir egal. Nee, also...